Thank you Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. The Bard's Tale 3 Thief of Fate steht auf dem Programm, der, wie man sich wahrscheinlich denken kann, dritte Teil der Bard's tale reihe Und ursprünglich so gestaltet, dass die Reihe damit auch einen Abschluss findet. Also alles, was danach kam und noch den Namen Bard's Tale... Trug bzw. tragen wird, wird mit dieser Reihe nichts zu tun haben. Die Story kommt somit, äh, kommt sozusagen zu einem ziemlich ultimativen Abschluss. Ähm, aber bis wir soweit sind, ist es noch ein langer Weg. Dieser dritte Teil unterscheidet sich nämlich von den ersten beiden in mehrererlei Hinsicht. Zum einen darin, dass er wesentlich größer ist. Ich ähm, würde sogar sagen. Er ist, wenn ich das mal kurz überschlage, fast, fast doppelt so groß wie beide Teile, beide Vorgängerteile zusammen. Zumindest was die Anzahl der Dungeons angeht. Ähm, die Dungeons selber sind ein bisschen kleiner, zugegebenermaßen. Äh, manchmal sogar sehr viel kleiner. Allerdings, äh, also wir haben ja einiges äh, vor uns. Und ähm, dieses Spiel ist. Ähm, wir schwinden es in der PC-Version, wie man sehen kann, mit der äh, drollig bunt animierten EGA-Grafik und den rhythmisch hin und her zuppenden äh, ähm, Abenteurern da. Ähm, diese PC-Version ist verbuggt gewesen ohne Ende. Also für die damalige Zeit ähm, war die Liste der Bugs doch ähm, außergewöhnlich lang. Ähm, meine. Damalige Spiele waren halt nur mal einfach einfacher, da konnte es einfach weniger Bugs geben als heute. Und also das, was verbackt sein konnte in diesem Spiel, war so ziemlich auch verbackt. Ähm, glücklicherweise hat sich vor, ich glaube, ein, zwei Jahren ein ähm, ziemlich cooler Typ hingesetzt und hat, ich glaube sogar auf, äh, ich, hatte, ich glaube, er hat in irgendeinem Forum geschrieben, um sich selbst Assembler beizubringen. Also offensichtlich sehr ähm, ähm, auf einer sehr niedrig, niedrigen äh, Sprachebene. Äh, das Spiel sozusagen äh, nochmal ja, neu geschrieben kann man nicht sagen, aber die Fehler behoben. Und ähm, ich habe diesen Patch, den äh, Link dazu gibt es in der Videobeschreibung für äh, die, die das interessiert. Das ist natürlich ein unof äh, unofficial Patch, selbstverständlich. Ähm, den habe ich schon mal angetestet, also es scheint zumindest zu funktionieren. Ich habe das Spiel damit natürlich noch nicht durchgespielt, deswegen weiß ich nicht, ob tatsächlich alle Bugs raus sind, aber... Äh, es macht zumindest den Eindruck und auf jeden Fall wird es, wird es hoffentlich um ein Vielfaches besser sein als das Spielerlebnis, das man hatte, wenn man die Originalversion gespielt hat, die, wie gesagt, lausig war. Ähm, zum Beispiel, das äh, betrifft uns jetzt nicht mehr so wirklich, da wir ja ähm, mit Karten spielen. Also ich zeichne jetzt ja nicht nebenher selber, das äh, würde ja zeitlich auch gar nicht gehen. Ähm, wenn man das allerdings das erste Mal gespielt hat und die Karten selber gezeichnet hat, da gab es zum Beispiel einen Bug. Es gibt einen wahnsinnig wichtigen Spruch, so sie heißt er, der ähm, anzeigt, ob irgendwas äh, von Relevanz in, ich glaube, drei oder fünf oder sechs Schritten Entfernung. In der Richtung, in der man guckt, äh, vorhanden ist. Dieser Zauber funktionierte nicht richtig. Es ist nicht so, dass er gar nicht funktionierte. Damit hätte man ja vielleicht sogar leben können. Da hätte man halt gesagt, okay, ich kriege diese Information einfach nicht. Das Blöde ist, er funktionierte meistens, manchmal aber nicht. Das heißt, bestimmte Sachen hat man einfach, äh, ja, hat man zwangsläufig übersehen. Ähm, wenn man nicht den wenn man nicht wirklich buchstäblich jedes äh, Feld abgelaufen ist, beziehungsweise wenn man es dann abgelaufen ist, ist man unangenehm überrascht worden. Also es war, äh, das ist nur einer der, der vielen vielen Bugs ähm, auf der. Äh, wenn ihr dem Link folgt, wo man die, äh, wo ihr die den Patch runterladen könnt, da findet ihr auch eine Liste mit den gepatchten Bugs. Also ist es ist reichlich. Ähm ich erzähle das deswegen, weil das für mich jetzt auch ein ähm erstes Mal ist. Ich werde das Spiel jetzt sozusagen das erste Mal vollständig mit diesem Patch spielen, als ich es als sehr junger Jugendlicher gespielt habe. Natürlich nur in der verbackten Version. Deswegen hoffe ich, dass der Eindruck des Spiels äh, ein besserer sein wird, als der, den ich damals von ihm hatte. Ähm, weil man kam eigentlich gar nicht dazu, sich auf irgendwie sowas wie Story oder Spiel, äh, spielerische Elemente äh, einzulassen, weil man sich eigentlich konstant über irgendwas geärgert hat im Spiel. Und zwar also was, was, was. Äh, auf einer Meta-Ebene, also was spielmechanisches, also was oder was, was ja, was mechanisches, was nicht funktionierte. Mhm. Und äh, das ist jetzt hoffentlich besser. Und ähm, vielleicht werde ich dann auch die eine oder andere in äh, das eine oder andere Detail der Story mitkriegen, was ich seinerzeit einfach nicht mitbekommen habe. Ja, ähm, ich würde sagen, was soll ich noch groß zu dem Spiel sagen? Die äh, zu der Reihe habe ich ja nun schon genug äh, erzählt in den beiden Vorgängerspielen. Playlist dazu übrigens, für die, die neu dazugekommen sind und die es interessiert, finden sich auch in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, wir haben natürlich unsere Charaktere aus Teil 2 übernommen, ähm, die in, äh, nachdem wir Lager Santa besiegt hatten, auch nochmal ein paar Mal aufgestiegen sind, was allerdings nur halb inter interessant ist, weil ja alle Level über einer gewissen Marke sowieso gelöscht werden, wenn man die Charaktere in, äh, importiert. Und. Ähm, hier sehen wir jetzt unsere ähm, Jungs und Mädels. Das ist nämlich zum Beispiel die erste Besonderheit. Es gibt jetzt Mädels. Also ich meine, Mädels gab es schon immer, aber jetzt sehen sie auch aus wie welche und nicht wie Kerle. Also äh, ähm, sie haben jetzt tatsächlich weibliche Charaktere ähm, eingefügt, eingeführt, ähm, was schon mal sehr gut ist. Ähm, sie haben... Das ist das Mensch, wie wir es alles kennen. Das ist die Spellliste. Ähm, das ist zum Beispiel auch etwas. Im Original, also in der ungepatchten Version, musste man bei jedem Zauber, den man gezaubert hat, und wie ihr euch aus den Vorgängerspielen erinnert, man zaubert sehr, sehr oft. Man konnte nicht einfach den Zaubercode eingeben, diese vier Buchstaben. Nee, nee, man musste aus dieser Liste den Zauber auswählen. Und wie ihr seht, sind die auch nicht alphabetisch geordnet, sondern nach Leveln und nach Zaubererschulen. Das heißt mit anderen Worten, man muss jedes Mal, wenn man einen Zauber sucht, wie blöd hier hin und her scrollen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die, das habe ich noch gar nicht angetestet, die laut Patch Notes in diesem Unofficial Patch behoben ist. Da kann man auch stumpf den, den Namen des Zaubers eingeben, also die Kurzform. Was, also ihr könnt euch vorstellen wie wie sehr das auf Dauer nervt also ja jedes Mal ne ich meine ist, ja. und es sind ja ein paar Zauber wie wir sehen und ich meine wir haben noch nicht mal alle. es gibt noch es gibt nämlich zwei neue Zauberklassen ähm, die wir im Laufe des Spiels äh, erlernen können und ähm, ja aber dazu werden wir dann kommen ähm, was kann ich noch sagen also das sind unsere Jungs und Mädels und ähm, ach ja neu ist wir waren ja nur zu sechs neu ist die gute ähm, leicht pink äh, angelaufene und interessante gerüstete Sinn, ähm, die ein, wie man natürlich auf den ersten Blick erkennt, ein Hobbit ist. <laughs> also ein, ein, ein Rogue, ein Dieb, weil wir ja Thief of Fate spielen und der Name ist tatsächlich Programm. Also, wenn man keinen Thief dabei hat, ist das Fate quasi besiegelt. Ähm, da kommt man nie weit. Ähm, beziehungsweise kann man das Spiel nicht durchspielen. Also, man braucht einen Dieb. Ähm. Bin ich mir ziemlich sicher. Er ist auf jeden Fall davon abgesehen, ob man ihn, nu, ob er absolut notwendig ist. Er ist auf jeden Fall unglaublich hilfreich, weil es eine neue Spielmechanik gibt. Der Dieb kann sich im Schatten verstecken und dann äh, pro Runde zehn Fuß an einen weiter entfernt stehenden Gegner heranschleichen. Ganz tolle Sache. Die Entfernung. Ähm, gab es ja schon im Bartel 2, dass Gegner we unterschiedlich weit weg standen. Allerdings haben wir jetzt die Möglichkeit, nicht nur mit, ähm, mit, mit Fernwaffen auf die, oder Zaubern auf diese, diese Gegner äh, einzuwirken, sag ich mal, sondern halt auch der Dieb, der sich halt im Schatten dann wirklich pro Runde zehn Fuß ähm, näher an die Gegner ranschleicht und äh, mhm. dann halt auch eine größere Chance hat, Critical, äh zu treffen, wenn er äh, zuschlägt. Also so backstabbing, wie man es kennt. so ist super Sache. Ähm, macht aus diesem total langweiligen ähm, Kampfsystem ein Kampfsystem, was ein kleines bisschen weniger la total langweilig ist. Zumindest in Bosskämpfen. Oder in sehr schwierigen Kämpfen. Ähm, das Problem, wie wir sehen, ist, dass äh, Sinn natürlich ähm, neu anfängt. Das heißt, Level 1 und der Unterschied zwischen den Hitpoints ähm, zum Beispiel und überhaupt von allem ist doch relativ groß. Allerdings gibt es auch in Tale 3 ein Starter-Dungeon. Wenn wir das durchgespielt haben, wird es hin Level 35 sein. Da, ach ja, das sind Ihre. Hier sehen wir den Prozentwert für Ihre Fertigkeiten. Ja. Mh. Ja, das ist auch neu, dass das Spiel einem diese Informationen mitteilt. Ne? Das heißt, muss man nicht irgendwie irgendeine Charakterdatei hacken, sondern kann sich das einfach im Spiel anzeigen lassen. Das ist auch. Ähm, also ein paar Sachen hat Bad 3 seinerzeit schon tatsächlich besser gemacht als die Vorgänger. Ähm, so, also die anderen Charaktere sind ähm, äh, Level 35. Da ist, die, da ist die Grenze gewesen. Alles drüber wurde. Ähm, Ge äh, gekillt an Leveln. Allerdings haben wir die Hitpoints behalten. Und zum Thema Hitpoints. Wir hatten, wie wir euch erinnert, in Bartstale 2 ähm, es war zumindest, ich glaube der Zen Master, den wir am ähm, Ende dabei hatten, der hatte schon über 1000 Hitpoints. Und auf jeden Fall, in Bartstale 2 war das Interface in der Lage, ein vierste eine vierstellige Hitpoint-Zahl anzuzeigen im Nachfolgerspiel, wo man ja wohlgemerkt auf ein höheres Level kommt und damit auch mehr Hitpoints hat als im Teil 2, ist das Spiel dazu nicht mehr in der Lage. Deswegen sehen wir bei Matt Martigan und Morsling diese wunderbaren drei Sternchen. Die heißen mehr als 999, ne? Aber was genau, das ist jetzt so ein bisschen unklar. Ähm, wenn wir auf einen dreistelligen Hitpoints Betrag Fallen, wie, also wie man das hier sieht, also das sind ja die aktuellen Hitpoints, das sind die maximalen Hitpoints, dann wird das auch richtig angezeigt. Und das Spiel intern rechnet auch mit den richtigen Werten. Also, wenn man in die Charakterdateien mit einem Hex-Editor reinguckt, sieht man das auch. Das Blöde ist, dass das Spiel das nicht anzeigen kann, weil hier plötzlich nicht mehr genug Platz war. Also, ich sehe hier noch genug Platz. Fall from Grace ist, glaube ich, die maximale Länge eines Namens. Und selbst wenn nicht, man hätte die Namen ja, ne, also, vor allem im Vorgänger ging es ja. Und er hatte die gleiche Auflösung. Also, sorry, Leute. Das ist wirklich totaler Bockmist gewesen. So, und das, was noch viel blöder ist, dass man, wenn man sich den Charakter anguckt, hier findet man nirgendwo die Hitpoints. Die Spellpoints, ja, die sind aber uninteressant. Inventory? Mehr nicht. Mad genauso. Wir sehen seine Spellpoints. Wir sehen seine Experience. Wir sehen sein Gold. Wir sehen alles, aber wir sehen nicht, was er für tatsächlich Hitpoints hat. Die sind bei beiden, das liegt, ähm, äh, wie gesagt, wir sind ja noch ein paar Level aufgestiegen nach dem Endkampf. Ich glaube, irgendwie so bei 1010 oder 1020 haben die beide so um den Dreh. Also es ist äh, knapp über 1000. Ähm, aber es ist trotzdem ist einfach ärgerlich, weil ich meine, früher oder später, selbst neu erschaffene Charaktere werden relativ schnell dahinkommen. Und das ist also, wer darüber, dafür verantwortlich ist, nee, ist jetzt wahrscheinlich in verantwortlicher Position tätig. Ähm, ja, was wir auch noch sehen, ist ähm, mh, natürlich hat sich mal wieder an den, wie wir das hier schon sehen, also diese, dieses Dach, also dieses ähm, Potenzzeichen oder was auch immer, ne? also das, wir nennen was Dach vor dem Namen der, äh, der, des Items, bedeutet, dass wir es nicht benutzen können. Und wie wir sehen, hat sich da auch mal wieder was geändert. Das hat sich, verändert sich von Spiel zu Spiel, dass immer wieder andere Charakterklassen andere Items benutzen oder nicht benutzen können. Das ist. Also, man braucht zu jedem Spiel eine neue Itemliste sozusagen. Das ist, ist ziemlich nervig. Ähm, weiterhin gibt es die Spectre -Snare nicht mehr. Die haben sie aus dem Spiel genommen. Die war ja immer sehr schön. Mhm, Gerade für Matt Martigan, weil der ja das Problem mit den Critical Hits hatte. Wie wir auch sehen, hat er, obwohl er Stufe 35 ist, nur eine Ability von 45%. Das ist wieder dieser Bug gewesen. Aus den ersten beiden Teilen. Er wird irgendwann mal über 0 gekommen sein. Also über 100%. Und dann fängt es ja wieder von vorne an. Wie oft er sozusagen rumgelobt ist, können wir nicht abschätzen. Wir wissen aber, dass er jetzt 45 hat. Wahrscheinlich hat er in Wirklichkeit 145 oder 245. Aber egal. Auf jeden Fall in diesem Spiel ist das nicht mehr so. Also wenn wir da bei 99 sind, dann steigt es, glaube ich, einfach nicht mehr. Um, also haben wir jetzt bisher nur eine 50%, knapp 50-prozentige Critical Hit Chance, obwohl sie eigentlich bei quasi 100 sein müsste. Naja, leben wir halt mit. Um, also ja, ich sonst noch, ich noch zu den Zauberern was sagen? Ich glaube nicht. Ähm, wir sehen jetzt alle ein bisschen anders aus. Also ne, das ist jetzt ein bisschen rot und ja. Also als meine Augen mal so aussahen, da hatte ich gerade eine Operation am Auge hinter mir. Also das sieht nicht gut aus, echt nicht. <laughs> naja. ähm, und ähm, Grisania sieht glaube ich auch so aus, genau wie. Grace und Mausling können wir uns auch noch angucken. Nee. Grace. Äh, hey, Mausling sieht so aus. Das ist relativ einfallslos. Die sehen irgendwie alle ziemlich einfach. Ah, hier sehen wir, wie viele Bad, Badenlieder er noch in der Kehle hat, sozusagen, bevor er wieder was trinken muss. Äh, das werden wir hoffentlich bald beheben, wenn wir ihm ein Item geben, das un unlimited Bad Songs äh, bringt. Ja, da würde ich sagen, ähm, werde ich jetzt noch kurz unsere äh, Jungs und Mädels ausrüsten und. Äh, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was sich so verändert hat. Weil, wie wir ja sehen, wir sind gar nicht mehr, ganz vergessen zu erwähnen, wir sind unter freiem Himmel, wie wir da an dem Fenster, im Fenster sehen. Gar nicht mehr in Adventurous gilt. Und da steht auch diese, stehen auch diese seltsamen äh, Worte, The Ruin. Das klingt ja irgendwie, hm. Und wir haben ja auch, ist natürlich keine Überraschung, wir haben ja im Intro, Intro, in Anführungsstrichen, Entschuldigung, Intro, ähm, gelesen. Ähm, hier ist ja so ein bisschen die Kacke am Dampfen. Also während wir in Bardstale 2 ähm, aushäusig waren und Lagos Santa behagt haben, hat offensichtlich äh, der Mad God ähm, einen kleinen, kleinen Flash gekriegt und einfach mal alles kaputt gemacht hier äh, in der Welt von Scarabrae. Aber ich würde sagen, das äh, begutachten wir dann beim nächsten Mal. Ja, äh, soviel zur Vorrede. Ich hoffe euch Macht das zusehen Spaß. Ich freue mich drauf, weil, wie gesagt, mit, mit Patch und ja, es ist ja, kann man, da kann man sich dann tatsächlich mal auf die Verbesserungen zu, gegenüber den Vorgängerspielen konzentrieren, obwohl ich mich schon die ganze Zeit über diese Hitpoints ärgere und wahrscheinlich auch eine ganze Weile. Aber egal. Ähm, ja, also wie gesagt, ich hoffe, es macht Spaß und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Mit ausgerüsteten Charakteren. Also bis dann. Tschüss.